Ja, erinnert euch noch an die Kohlsuppe? Wir haben jetzt hier so viel über. Aber hier. Wir nehmen jetzt einfach ein Messer und schneiden den jetzt runter hier. So dünn wie es geht, am besten natürlich mit einer Küchenmaschine. Ja, so wie ihr sehen könnt, ich habe den ganz klein geschnitten hier. Und jetzt geben wir die restlichen Zutaten dazu. Ich habe hier eine Paprika. Eine Zwiebel. Dann kommt hier Kümmel. Ja, das reicht schon, so ein Teelöffel. Dann habe ich hier ungefähr 80 Gramm Zucker. Dann kommt hier Essig. So ein Glas, ein halbes Glas hier. Gießen wir einfach drauf. Dann kommt hier so ein schöner Schuss von unserem Dynamic Öl dazu. Salz, ungefähr einen Esslöffel und Pfeffer. Das wird jetzt alles hier einmal durchgerührt. Keine Angst, das wird richtig schön weich nachher. Je dünner der Salat, also je dünner ihr den Krautsalat schneidet, desto matschiger wird am Ende. Ich merke das, wenn das ein bisschen bissfester ist, deswegen mache ich es ohne eine Maschine. Zum Grillen kann man den genüsslich verzehren. Er hat dann immer noch so einen leichten Eigenknack drin. Lassen wir jetzt hier so ruhen. Machen dann einen Deckel drauf. Ja, wir lassen das jetzt ungefähr 24 Stunden mindestens stehen, damit alles richtig schön durchzieht. Zwischendurch mal umrühren, das muss sein. Und am Ende schmecken wir es nochmal ab. Also kinderleicht, der beste Salat für einen schönen Grillabend und günstig. So ein Kohl, so ein schöner großer Kohl. Kann man so viele Gerichte rausmachen. Wir haben Kohlrouladen rausgemacht, wir haben eine Kohlsuppe gemacht und einen Krautsalat dazu. Also was will man mehr aus einem Produkt rausholen und auch noch gesund dazu? Natürlich, der Zuckeranteil ist jetzt nicht gerade fördernd, gesundheitsfördernd, aber man braucht halt diesen gewissen Aroma wegen dem Essig. Das ist nachher sauer, salzig und das schmeckt halt nicht. Ich bin euer Chef Alemann. Ich wünsche euch eine wunderschöne Sommerzeit. Bis demnächst. So, unser Krautsalat ist fertig. Er hat jetzt 24 Stunden gezogen. Er schmeckt super lecker. Und damit haben wir alle unsere Kohlgerichte fertig. Bon Appetit. Euer Chef Alemann.